Ihr Lieben, ich grüße euch aus meinem kleinen Filmstudio. Heute gibt's was mit Hasen. Und ich habe auch gleich schon nochmal einfach das Gedicht von Helme Heine im Kopf. Und sowieso habe ich immer ganz viele Reimereien im Kopf. Und das kleine Gedicht, das sage ich euch jetzt noch auf. Für alle diejenigen, die es nicht kennen. Ich habe das wahnsinnig gern meinen Kindern. Ja, da wird gegrinst, meinen Kindern vorgelesen. Es war einmal ein Hase mit einer roten Nase und einem blauen Ohr. Das kommt ganz selten vor. Die Tiere wunderten sich sehr. Wo kam denn nur der Hase her? Er hat im Gras gesessen und still den Klee gefressen. Und als der Fuchs vorbeigerannt, hat er den Hasen nicht erkannt. Da freute sich der Hase, wie schön ist meine Nase und auch mein blaues Ohr. Das kommt ganz selten vor. Das zum Start hier in die Deko-Atmosphäre. Ich werde mit euch heute noch was in einer anderen Sache. Ich mache noch heute ein bisschen Werbung für meine Freundin, die bietet so Gewürze an. Die habe ich jetzt hier hinten auch wunderschön hingehangen. Das sind total die stylischen Dosen und auch die total coolen Namen. Also das ist richtig schön. Hier ist zum Beispiel, habe ich extra hingestellt, einmal Amore. Das ist einfach toll. Da hat man doch schon Lust, einfach dran zu schnuppern und herauszufinden, was da alles drin ist. Ja, das sind ihre Gewürze. Die bietet das an. Ich werde unter das Video dann ein. Ich glaube, das ist eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr einfach, wer Interesse hat, kann sich mit ihr darüber in Verbindung setzen. Ja, jetzt geht's weiter. Ja, okay, ich zeige euch erstmal, was ich so gemacht habe. Ich habe mir diese Hasenköpfe einfach aus Draht und Stroh geformt. Und hier habe ich jetzt einfach noch so kleine Dekorationsbeispiele. Wir gehen nachher eh nochmal mit der Kamera drüber. Da habe ich jetzt einfach den Hasen hier unten noch so ein bisschen Moos umwickelt oder angeklebt, das geht auch. Und habe das jetzt mit so einem kleinen Muskari, ein paar Eiern, ein bisschen Moos, ein paar Zwiebelchen, also ganz natürlich, ohne großen Aufwand, einfach so reingesetzt, so einen einfachen Naturhasen. Kein Keramikhase, einfach was selbstgemachtes. Ist auch wunderbar mit Kindern zu machen. Und hier ist die andere, das ist ein bisschen anders geformt. Der hat jetzt halt ein längeres Ohr. Ja, und da ist auch eine kleine Muskari drin. Gerne kann man ein kleines Väschen noch reinstellen und da eine Blüte reinsetzen. Also individuell gestalten. Dann werde ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ihr braucht so ein Aludraht. Und ich habe mir das so vorab einfach geschaut, wie groß möchte ich den Hasen. Einfach kurz so die Form geschaut. Okay, so in etwa hier abgeschnitten. Und ihr braucht einen Wickeldraht. Ich habe jetzt den goldenen genommen, weil es so schön mit dem Heu zusammenpasst. Jetzt muss ich gucken, da ist das Heu. Ich mache einfach den Anfang für euch und dass ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr nehmt einfach so ein Büschel Heu und dann umwickelt ihr das Ganze mit dem Wickeldraht. Die Stärke könnt ihr selbst bestimmen. Dann legt ihr einfach, wenn ihr es dicker haben möchtet, einfach nochmal ein bisschen mehr an. Und immer weiter umwickeln, bis ihr am Ende seid. Wenn das zu wild ist, der kann nachher auch einfach mit der Schere noch so ein bisschen das Ganze abschneiden. So, ich höre schon auf. Ihr habt es gesehen, ist alles drauf. Okay, und dann nehme ich meinen fertigen Wulst, den ich habe. Draußen habe ich das eben gemacht, da fing es an zu schneien und es war richtig kalt und dann das war die Sonne da und ich dachte, oh, das machst du jetzt schön draußen. Und dann, ja, wurde ich doch vom Wetter wieder
belehrt, dass es jetzt kalt ist. Da ist meine fertige. Und das Ende, am Ende habe ich einfach das Stück Draht so offen gelassen. Ja, und jetzt fange ich, also so habe ich es jetzt für mich am praktischsten gedacht, erfahren. Ich fange mit dem Gesicht an. Leg mir das so an. Schling dann ein Ohr. Einmal ein Ohr. Ihr könnt auch gerne den Draht dran lassen. Den Wickeldraht. Wen das nicht stört, den kann man einfach in der Hand halten und dann könnt ihr das nochmal umwickeln. Na. Und jetzt stecke ich das einfach hier, seht ihr das? Also einfach in das andere Ende rein. Und dann nehme ich einen Wickeldraht und umwickel das Ganze einfach nochmal feste, dass das schön zusammenhält. Einfach ein bisschen kreuz und quer und dann kann man es auch ein bisschen zusammenziehen und straff halten. Und dann könnt ihr den Hasenkopf aufhängen, so wie hier. So. Was auch süß wäre, wäre in Miniatur und dann zum Ostertisch und dann vielleicht so ein Ei mit reinlegen in das Köpfchen. Das wäre auch ganz süß. Für den Teller. So. Und dann kann man es halt noch ein bisschen formen. Ich mag es halt, wenn es nicht so ganz gleichmäßig ist. So. Und hier könnte man jetzt auch den auch zum Aufhängen machen und da könnte man jetzt auch noch ein bisschen Deko dran machen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Moos auch. Das könnte man jetzt ankleben. Oder auch umwickeln. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich einen passenden Klebestick habe. Ich würde es am liebsten umwickeln mit Wickeldraht mit dem Grünen. So, und da könnt ihr jetzt auch einfach so ein paar Eier mit eindekorieren, ein paar Zwiebelchen. Für an die Tür wollte ich noch sagen, ich nehme jetzt hier richtige, also echte Eier. Am besten ist natürlich Plastikeier, weil wenn das dann scheppert, dann gehen die Eier kaputt. Also gerne Plastikeier nehmen. Ich habe unechte Eier. Noch irgendwo von letztem Jahr, ja. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt.
Das noch ein Wachtelei. So, jetzt alles fertig geklebt und drehe es jetzt um. Und dann könnt ihr das gerne so an die Tür oder auch ins Fenster hängen. Dann würde ich es halt von der anderen Seite auch noch ein bisschen bearbeiten, also auch noch mal ein bisschen bekleben mit Material. Ja, das ist schon das Ende. Und bald ist Ostern. Ja, oh Freu. ja, also ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Wochenende und also einen schönen Sonntag dann noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!